Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Ich möchte euch jetzt mein Hebemuster zeigen. Und zwar sieht das nachher so aus. Ich habe mal zwei Farben genommen, damit ihr das besser sehen könnt. Nämlich je nachdem, was für eine Wolle ihr habt, sieht man es ganz schlecht. Und durch diesen Unterschied von hell auf dem dunkleren sieht man es. Seht ihr? Es wird die Masche von unten nach oben gehoben. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Auch wieder, wie gesagt, was ganz Einfaches. Wir haben eine Maschenzahl geteilt durch 3. Also hier ist eine Hebemuster in diesem Rapport hier von 3. Und wir fangen jetzt hier an. So, Randmasche, diese Masche hier, die strickt ihr nicht, die hebt ihr nur ab und nimmt den Faden nach dahinter. So, das gleiche machen wir jetzt weiter. Hier haben wir das so. Jetzt wieder abheben, den Faden einfach dahinter lassen. So, stricken wir weiter 3. Wieder den Faden dahinter lassen, 1, 2, 3, wieder den Faden einfach nur so dahinter lassen, nicht stricken, die Masche nur abheben, den Faden dahinter lassen. Könnt ihr so ein bisschen rüberziehen, damit es locker bleibt, 1, 2, 3 und wieder nur abheben, den Faden dahinter lassen, 1, 2, 3, wieder nur abheben die Masche, den Faden dahinter lassen. Und wieder Faden dahinter lassen. So, die stricke ich mal so. Bei hier am Rand ist mir das jetzt ein bisschen zu knapp. So, und jetzt drehen wir die ganze Arbeit. Jetzt wollen wir mal sehen, wie sieht es von hinten aus. Das machen wir jetzt gleich. So, jetzt passen müssen wir aufpassen. So. Alle Maschen jetzt so stricken, wie sie erscheinen. Jetzt haben wir hier diese Masche, die wir nicht gestrickt haben. Die nehmen wir wiederum einfach nur abheben und den Faden dahinter fallen lassen, ja? Einfach dahinter lassen den Faden. Ganz wichtig. Und das hier ein bisschen so nach hier rüber ziehen, damit das ein bisschen der Faden locker bleibt, nicht so stramm, ja? Das gibt nämlich, das gibt nachher diese schöne Masche, wenn wir den Faden ziemlich locker halten. So, jetzt geht es mal hier weiter. Da ist auch eine. So, locker lassen. Auch eine Masche. Einfach runternehmen die Masche. Das ist auch ein Hebemuster, was wir jetzt hier stricken. Ist auch super toll für Socken geeignet. Also ich finde es sehr schön. Vor allen Dingen ist auch wieder ein Muster, was nicht ganz so schwer ist. Wie ich euch in anderen Videos ja schon sagte, ich suche immer Muster raus, die nicht ganz so schwer sind, die wirklich auch Anfänger, die nur rechts und links stricken, gelernt haben jetzt am Anfang, dass die das auch können. Ja, und jeder will ja mal ein kleines Erfolgserlebnis haben. Und da finde ich das ganz gut, dass man denn da auch mal drauf zurückgreifen kann, Muster zu machen, wo, was man sich auch zutraut. Dann sind einige Muster, die ich mir angeschaut habe, boah, da muss ich hier einen Faden und da einen Faden und auf der Rückseite nochmal 3 Fäden. Also da muss ich euch sagen, da bin ich raus, da habe ich keine Lust dran, das ist mir einfach zu aufwendig, das näher zu stricken, weil da kann ich nichts anderes bei machen, da kann ich kein Fernsehen bei gucken. Da muss ich mich wirklich ganz auf dieses Muster konzentrieren und dazu habe ich keine Lust. So, wir haben jetzt unsere Anfangsmaschen, die ich jetzt eben nicht verwendet habe für die Hebemasche, gestrickt. Jetzt habe ich hier diese Masche, ja, diese Hebemasche, die stricke ich jetzt. Seht ihr? So, die stricke ich jetzt mit. So. So wie die erscheint, einfach jetzt mitstricken, ja? Nichts anderes machen, ganz normal mitstricken. Das alles in rechts stricken, so wie die Maschen erscheinen jetzt. Und dann drehen wir die Arbeit wieder und stricken die linke Seite. Wie ihr seht, stricke ich immer einiges vor, damit ihr auch ein Bild davon bekommt, wie es nachher aussieht. Weil wenn ich nur vom Anfang an das Muster mache, dann sieht man nicht das Ganze und das ist eigentlich immer sehr schade. Und ich finde es immer gut, dass man das Ganze mal sieht. So, jetzt stricken wir alle Maschen, wie sie erscheinen, wieder links. Alles linke Maschen. Dann werden wir gleich mal die andere Seite
die rechte Seite und zu beschauen, wie die denn aussieht. So. Das noch rechts. Nein, links, nicht rechts, links. Das sind linke Maschen, lasst euch nicht irritieren. Kann schon mal sein, dass ich mich dann auch hier und da mal was heißt verspreche, aber denn schon mit Gedanken viel weiter bin. So, seht ihr? So sehen die Maschen dann aus. So, wie auf dieser Seite hier kann man sie sehen. Ja, da sind die Maschen. Könnt sie jetzt noch höher ziehen. Und das ist das, was ich jetzt eben meinte, mit der Maschen von der Farbe her, dass man das nicht so doll sieht hier. Ja, hier seht ihr das auch, das sieht auch nicht so schön aus. Nur durch diesen Wechsel, den ich gemacht habe, kann man es auch besser erkennen. Seht ihr? Von dem Dunkeln dann ins Helle rein oder vom Hellen ins Dunkel, da kann man es richtig erkennen. Hier oben, da seht ihr, da haben wir die Maschen gestrickt hier. Da auch, da auch. Man sieht sie kaum. Deswegen würde ich euch empfehlen, seht ihr, da sind sie, sind die Maschen. Nicht, dass ihr meint, wir haben keine gestrickt. Wir haben diese Maschen gestrickt. Hier sehen sie da. Ich mache mal ganz mit der Nadel durch, damit ihr erkennen könnt, dass wir sie gestrickt haben. Und daher würde ich euch empfehlen, nehmt euch wirklich ein Garn, was optisch gut zur Wirkung kommt, damit sich diese Arbeit auch lohnt. Ja, ihr seht ja selber, wenn ich jetzt hier mal die Nadel rausziehe und ziehe das Ganze ein bisschen glatt. Man sieht es zwar, aber sag mal, ich würde ihm jetzt keine große Beachtung schenken und würde sagen, boah, das ist aber ein tolles Muster, das möchte ich auch nachstricken. Ich würde es wirklich dann nachstricken, wenn ich da Lust dran hätte, in diesen versetzten, also von hell ins Dunkle rein. Das finde ich ganz gut, da kann man die Reihen ja vielleicht ein bisschen kürzer machen, dass man vielleicht nur hier 1, 2, 3 dunkle Reihen nimmt, das hell und dann wieder hell und dann wieder dunkel so versetzt macht. Das finde ich ganz schön. Aber hier nur mit dem Blauen da oben würde ich es nicht machen. Ich kann es nochmal zeigen, wie man es macht, ganz kurz. Stricken wir nochmal 2, 3 Reihen mit ihren, so, oder 2, 3 Maschen. So, fangen wir mal an. Also, so fangt ihr an, habt eure Randmaschen, einstechen, unternehmen, Faden dahinter lassen und dann so viele Maschen stricken, wie ihr als Abstand haben möchtet. Ihr könnt auch 2 nehmen oder am besten ist natürlich 3, weil dann könnt ihr hier nachher wieder anfangen, immer versetzt machen. Wenn du hier eine hast, dann kannst du hier wieder eine hinmachen oder du machst sie übereinander, wie du möchtest. Du siehst ja hier, wie ich es gemacht habe. Ich habe es auch versetzt gemacht. Ich habe hier eine graue. Hier habe ich eine blaue. Ja, grau und blau, grau und blau, grau und blau. Ich habe es versetzt gemacht. Ihr könnt es natürlich auch übereinander machen, so wie es euch Spaß macht. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, wie es geht. Ist im Grunde genommen ganz einfach. Nur die Masche abheben, den Faden dahinter lassen und auf der linken Seite dann wieder die Masche abheben, den Faden davor legen und weiter stricken. Sollte es einer nicht verstanden haben, bin ich gerne bereit, euch da ein Stückchen weiter zu helfen, soweit wie ich es kann. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und wie gesagt, viel Spaß beim Stricken. Dieses Muster hier, was ich hier habe, diese Bordüre, die zeige ich euch nächste Tage mal. Ich habe jetzt hier dicke Wolle genommen und das mache ich jetzt mal in dünnere Wolle, um mal vom Optischen her zu sehen, wie das aussieht. Das sind so kleine Puppenjacken, die ich immer stricke für meine Waldorfpuppen. Ja, und dann auch hier. Ja, aber letztendlich ist das ja hier jetzt erstmal ganz wichtig. Wer es nicht verstanden hat, meldet sich, ich erkläre es dann nochmal. Aber im Grunde genommen, wenn ihr euch das merkt, dass ihr immer so viele Maschen, also eine ungerade Zahl an Maschen nehmen müsst, könnt oder solltet, wenn ihr es versetzt macht, eine ungerade Zahl. Wenn ihr es nicht versetzt haben möchtet, so wie hier, ich gehe jetzt mal her und sag mal, ich möchte es nicht versetzt haben, sondern ich möchte es genau hier drüber haben, dann nehme ich natürlich die Masche da drüber, genau über diesem Muster wieder ab. Ja? Ansonsten versetze ich es, dann fange ich da an. Da. Dann eine ungerade Zahl, ansonsten könnt ihr euch eine gerade Zahl aussuchen, wenn ihr dieses Muster nicht versetzt haben wollt. Ja? Also, viel Spaß dabei, wünscht euch eure Ute.